Hotel. Beim Herrn, der uns gleich wunderbar amüsant in die Sendung einführen wird, handelt es sich, daran gibt's nichts zu rütteln, um ein Original. Der Opernführer der Nation, Marcel Bravi, urlaubte nicht nur im Hotel, sondern er lebte im Sacher. Mit all seinen Plastiksackern und Plüschtieren. Warum er das Hotelleben so sehr geliebt hat, erklärte er äußerst plausibel. Wir sind beim Herrn Bravi angemeldet. Darf ich Sie bitten, dritter Stock 318, Sie werden schon erwartet. Also grüß Gott, guten Morgen. Ich nehme an, Sie kommen nicht mich besuchen, sondern die Plastiksackerl. Also bitte, wir werden die gleich bereitstellen. Darf ich Ihnen was anbieten? Ich bin ein schlechter Gastgeber, da unten sind lauter Drinks. Ich will Ihnen was sagen, Hotelleben ist eine Philosophie. Ich will das kleine Talent, das mir der Herrgott oder wie immer Sie das nennen wollen, gegeben hat, dort einsetzen, wo es nützlich sein kann und nicht, wo ich nichts verstehe. Ich verstehe nicht, was man tut, wenn die Wasserleitung nicht funktioniert. Ich will Telefon abheben und sagen, meine Wasserleitung funktioniert nicht. Und wenn ich eine Nudelsuppe essen will, gehe ich nicht und koche eine Nudelsuppe, sondern sage, bitte eine Nudelsuppe auf Zimmer 318. Jeder Mensch, der Ihnen sagt, er hat so eine schöne Wohnung und er liebt sie so, lügt. Sondern er sagt das nur, weil er sich nicht leisten kann, im Hotel zu leben. Ich kann es mir auch nicht leisten. Ich lebe über meine Verhältnisse. Ich mache das, solange es halt geht. Mit 150 Plastiksackerln lebt er im Hotel. Der Rest, mehrere tausend, sind in seiner Wohnung, die vor lauter Sackerln nicht mehr bewohnbar ist. Jetzt wird es aber auch langsam hier eng. Ich bin unsagbar organisiert, unsagbar vorbereitet. Und es schaut, wie Sie sehen, chaotisch aus. Für Bravi kein Problem. Er hat ein spezielles Suchsystem. Beispiel? Sie machen eine Reise nach Palermo. Sie lernen im Hotel eine Dame kennen, die ist besonders dick. Mit der nehmen Sie einen Drink in der Halle und die erzählt Ihnen was Interessantes, gibt Ihnen Ihre Karte. Nehmen wir an, sie heißt Emilia Treviso. Würden Sie Alphabet machen, jetzt in Ihr Adressbuch schreiben, Treviso Emilia. Nach 6 Jahren haben Sie doch vergessen. Aber Sie haben nicht vergessen, die ganz Dicke in Palermo. Da gibt es einen Sack al Palermo und drinnen steht die Dicke. Der passionierte Musikfreund lebt übrigens nicht allein in seiner Hotelsuite. Das möchte ich Ihnen vorstellen. Adalbert der Igel oder das Igi, furchtbar netter Kerl, gut mit ich hoch, musikalisch, liebt Opern, er hat gerne Meistersinger, Lieblingsopern. Siegfried das Borstenvieh, der ist manchmal ein bisschen launisch und so weiter, aber jetzt benimmt er sich gut. Koala-Bär, Kasimir der Koala-Bär. Ich glaube, er ist ausgegangen. Bald 90 und kein bisschen müde. Marcel Bravi rast immer noch von Operntermin zu Operntermin und hat nie Zeit fürs Privatleben. Tut's ihm leid? Nein, es ist so langweilig. Ich lebe doch viel lieber mit Richard Wagner, Richard Strauss und mit Beethoven als mit Bravi.